Noch Schneebälle. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und der Typ da hinten, ist das der Ernst von... Oh, Mann! Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars auf der Map Fairy. Wir spielen heute wieder mit dem Tankkit, denn das Tankkit wurde verändert und zwar hat man jetzt nicht mehr Fool Deer, sondern hat eine Eisenbrustplatte. Ja, ich weiß nicht, ob es das Kit jetzt so abgeschwächt hat, weil ich meine, es ist noch immer mega stark. Ich meine, anfangs Fool Deer, wenn man dann da, so wie ich jetzt in der Kiste, ein Schwert hat, stehen die Chancen schon ganz gut, muss man einfach ehrlich gesagt so sagen. Schutz 2, das ist natürlich viel besser. Dann könnte ich mir eigentlich jetzt theoretisch noch ein und praktisch auch ein Eisenschwert hier craften. Das werde ich jetzt auch einfach machen. Und dann gehen wir einfach mal zum nächsten Gegner, weil ich bin einer, der dann gerne schon schnell nach vorne rusht. Und ich meine, der Typ baut sich auch gleich rüber, dann machen wir das jetzt ja auch, ne? Ich meine, was er kann, das können wir schon lange. Und eigentlich wollte ich ja heute eine Runde Survival Games auf Hive aufnehmen, einfach mal um zu schauen, wie ich mich so gegen die Hive-Community schlagen kann. Aber ich muss echt sagen, und das ist echt ein bisschen doof, ich habe ja dort nicht mal Premium. Das heißt, ich habe einfach keine Chance gehabt, in der Runde reinzukommen. Nicht morgens bei uns in Deutschland. So. Zack. Erstmal beide abgestaubt. Das war auf jeden Fall echt nice von mir. Zack, zack, zack. Aber ich meine, da muss man dann halt schon ein bisschen aufpassen, dass hinten kein Typ kommt und abstaubt, ne? So, der hatte hier noch eine verzauberte... Hier, einen verzauberten Helm. Den würde ich ganz gerne haben. Schutz. Schutz. Okay, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, warten wir gar nicht mehr länger und gehen einfach schon wieder rüber zum nächsten, weil da vorne ist ja auch noch ein Typ. Und dann rasieren wir hier die Leute. Ja, dann bin ich in nächster Zeit ziemlich oft weg, denn am 4., nee, erstmal so, ab 20. kommt hier eine Freundin, das heißt, ich werde die Woche keine Zeit haben, deswegen muss ich vorproduzieren. Das heißt, jetzt kommen sowieso wieder täglich Videos. Kam ja jetzt auch immer täglich Vlogs und so, aber ich möchte halt auch wieder, dass täglich Gaming-Videos kommen. Und die kamen halt jetzt nie und deswegen tat mir das sehr leid und die kommen jetzt auf jeden Fall wieder. So, ich hoffe mal, warum hat der Typ einen Hund? Naja, scheiß drauf. Hund hin oder her. So, du brauchst hier gar keine Dias abbauen, mein Freund, weil du stirbst jetzt. Nice. Zack, erstmal schnell was essen. Er hatte, glaube ich, nichts, was ich so benötige. Aber den Lava-Eimer, den hätte ich dann doch sehr gerne. Weil mit dem Lava-Eimer, da kann man Leute anzünden und das macht echt Spaß. So, erstmal hier hoch. 8 Spieler leben noch. Und zwar am 20. kommt, wie gesagt, eine Freundin zu mir. Eine Freundin, nicht meine Freundin. Am 27., das heißt, sie bleibt genau eine Woche. Dann am 27. fahre ich eine Woche nach Hause. Und nach dem 27., was, ich habe auch einen Goldapfel. Stirb. Stirb, man. Sehe ich nämlich nicht ein. Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ich habe den ersten Hit kassiert. Verteilt, meine ich natürlich. So, okay, er trifft überhaupt gerade nichts. Und er fliegt runter. Nice one. Okay, den haben wir jetzt auch getötet. Er schreibt GG. Das war wenigstens ein netter Spieler. Nicht so wie die anderen. Noob, noob. Dann am 27. Jetzt muss ich schnell tun, weil sonst ist die Runde gleich vorbei. Fahre ich eine Woche nach Hause. Nachdem ich die Woche nach Hause fahre, komme ich am 3. zurück, also am 3.8. Und am 4.8. fliege ich nach Köln zur Gamescom und Video Days. Oh Leute, das ist echt ein bisschen stressig alles miteinander. Aber es sollte alles gut funktionieren. Und ja, das heißt am... ja, genau. Genau so klappt das.
Und wenn ich dann von den Videodays wieder zu Hause bin, dann geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Das heißt, ich kann dann wieder mehr live produzieren, muss nichts mehr vorproduzieren und sowas. So, mich würde jetzt echt interessieren, wo die Leute sind. Deswegen hole ich mir jetzt einfach mal hier einen Kompass. Okay. Okay. Zack. Das ist ein Trank der Feuerresistenz. Wie lange hält er? 3 Minuten? Ja, genau. Dann könnte ich mich ja in Lava setzen oder so mit einem Lava-Eimer. Das wäre irgendwie nice. Okay, erstmal hier rüber. Zack. Ist hier keiner? Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus, aber dann werde ich mir, naja, Schutz 2. Ich meine, normaler Brustpanzer ist natürlich nicht so gut wie ein Schutz 2 Eisenpanzer. Das heißt, ich werde mir jetzt aber nur mal so die Dias gönnen. Einfach mal so, weil es Spaß macht. Und Feuerzeug könnte ich auch, glaube ich, noch benötigen. So. Gut. Wo sind die Spieler? Okay, auf jeden Fall ist einer in der Mitte. Das habe ich gerade gemerkt. Und ja. Also jetzt wisst ihr mal meinen Plan, was bei mir alles so abgeht. Also Ende Juli, Anfang August wird sehr, sehr stressig. Also da werde ich einige Fahrten haben von dort, von A nach B. Aber ich mag es, weil ich meine, fliegen tue ich mega gerne. Keine Ahnung, ihr könnt mir mal schreiben, fliegt ihr gerne? Ich kenne ja einige Leute, die sagen, dass sie nicht gerne fliegen, weil sie halt so Flugangst haben, so extreme. Und ich verstehe das ja auch, weil ich meine, mit den ganzen Filmen und so, wenn man sich die mal anguckt, muss man ja schon fast Flugangst haben, weil was die Filme einen immer sagen, oh mein Gott, dann stürzt es ab und dann es explodiert alles und du wirst so zerfetzt werden und was weiß ich. Sowas ist halt ein bisschen, naja, was heißt schade, ne? Ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen, mir tun die Leute halt dann leid, die das erste Mal fliegen und ja, das ist, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht, hat der einen Bogen? Ja, er hat eine Enderperle. Scheiß die Wandern. Er hat eine Enderperle, ja. Der Typ hat eine Enderperle. Ich hätte auch gern eine. Hab leider keine. Deswegen fühle ich mich jetzt echt ein bisschen benachteiligt, weil ich hätte auch gern eine Enderperle. Er hat sich hierher teleportiert. Ich hab's gesehen. I have seen it. Oh oh. Aber wo ist der jetzt? Wo ist der Typ jetzt? Nee, er hat sich gar nicht hierher teleportiert. Das sah nur so aus. Jetzt habe ich den Goldapfel schon gegessen, dieser Typ, ey. Ja, hat er die jetzt geschossen? Ich weiß es nicht. I don't know. Mensch, Leute. So, erstmal hier drüber. Jetzt hat er sie geschossen, oder? Schieß doch deine Kack-Enderperle, Mann. Ich möchte nicht die ganze Zeit hier, dass du in der Mitte kämst. Das ist doof. Das ist echt doof. Aber ich habe noch einen Wassereimer und ich mache jetzt Trick 17. So, gut. Sollte ich runterfallen, könnte ich noch in den Wasserstrahl gelangen. Das ist vielleicht echt ein guter Trick. Ich weiß es aber auch nicht. So. Er will halt die Enderperle auf mich werfen, ne? Das sieht man schon, wenn er die ganze Zeit auswählt. Boah, da werde ich aggressiv von. So, erstmal hier so eine kleine Plattform vielleicht machen. Er denkt, ich rechne nicht damit und kann nicht sofort zum Schwert switchen. Aber da hat er sich schön getäuscht. Er hat's abgebaut. Was ist das für ein Mongole? Boah, ja. Er hat Schneebälle. Er hat Schneebälle. Okay. Ich hoffe, die hat er jetzt auch alle verschwendet, seine schönen Schneebälle. Weil ich möchte nicht wegen Schneebällen runterfallen. So. Ich mache hier mal so eine schöne Plattform hier. Ich finde das nämlich echt schön. Sieht aus wie am Kölner Dom. Wow. Gefällt mir echt gut. Muss ich echt sagen. Er hat noch Schneebälle. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und der Typ da hinten. Ist das deren Ernst von... Oh, Mann. Warum gleich von beiden Seiten? Ohne Witz. Scheiße, kann man es damit nicht anzünden oder so? Ey, das ist doch scheiße. Ich stecke echt in der Zwickmühle. Ohne Witz.
So, Moment. So. Der kann dann jetzt erstmal da nicht vorbei. Und es fällt runter, oder? Nee, er kann nicht vorbei. Gut, dann mache ich das jetzt so. Zack, das hier kommt hier weg. Das heißt... Was willst du, hä? So. Oh mein Gott, Leute, das ist gerade so kacke. Ich muss es gegen zwei Leute schaffen. Und es ist echt total schwer. Ich kann nicht klar denken gerade. Oh mein Gott. 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 Wow. Okay, GG. Das war jetzt zwar 2 gegen 1, aber trotzdem bin ich noch Zweiter geworden. Das heißt, ich habe mich eigentlich gut geschlagen, Leute. Ich habe mich ganz gut geschlagen. Aber trotzdem GG. Oh mein Gott, mein Herz klopft wie sonst was. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass ich da jetzt überhaupt noch einen von den beiden töte, weil es war schon dreist. Ich glaube, dass das ein Team war, weil ich meine, der eine kam von der Mitte, der eine kam von hinten. So. Ich meine, was soll ich da machen? Ich meine, der da vorne, der kommt von vorne, dann kommt der von hinten, wenn ich auf den vorne gehe. Deswegen habe ich versucht, den Weg hinten wegzusprengen. Dann kam der aber von vorne. Dann habe ich den drunter geschubst und hat mich halt der hintere getötet. Ich konnte da leider nicht aus. Aber Leute, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Däumelein nach oben da und schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir auch, ob ihr auf die Gamescom oder auf den Video Days geht. Auf die Gamescom. Oder auf die Video Days, Thomas. So, danke schön, Leute, fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.